Ich begrüße euch zu einem neuen Video, diesmal zum Speedport W700V. Und wer jetzt denkt, na nö, den hatten wir doch schon mal vor Jahren im Angebot gehabt, ist richtig. Was ich jetzt machen werde, für alle Speedports, die ich hier noch rumstehen habe, werde ich jetzt noch mal ein zweites Video machen. A, weil wir bessere Aufnahmetechnik haben und C, weil ich jetzt ein bisschen mehr Erfahrung mit den Geräten habe. Und ich kann euch dann somit ein paar mehr Informationen geben. Jo, gucken wir uns doch mal den Speedport W700V an. Der ist zum Beispiel eingeführt worden im Jahre 2006 und zwar im Mai. So, was sehen wir hier am Anfang? Den stellt man so auf. Und dann hat man vorne die ganzen Lampen im Überblick. Mich natürlich auch. Ich spiegel mich. Oh, wer sich wundern sollte, ja, die Haare sind ein bisschen kürzer im Moment. Aber egal. So, was haben wir denn hier so zu sehen? Wir haben viele, viele bunte Lampen, die uns eine Freude machen. Einmal Power, dann haben wir WAN. WAN bedeutet Wide Area Network. Das ist dann zum Beispiel der Anschluss zum Internet. Und dann hier TDSL, wenn man hier, wenn er sich mit TDSL synchronisiert hat. Dann online, wenn der Router online ist, wenn eine Datenverbindung zum Internet besteht. Dann hier Internettelefonie, haben wir eine Lampe. Festnetztelefonie. Dann haben wir oben eine Statuslampe. Dann haben wir vier Lampen für den integrierten Switch. Und einmal eine Lampe für WLAN. Ich sage Lampe, ist eine LED. Ja, gucken wir uns das Ganze mal von unten an. Was haben wir hier zu sehen? Da haben wir hier ein kleines Löschchen, das ist hier der Reset-Knopf. Wenn man den länger als 5 Sekunden gedrückt hält, wird der Router auf Standard zurückgebracht, und zwar Werkseinstellungen. Dann haben wir einen Schalter für intern-extern, das bedeutet extern, dass man ein externes Modem anschließen kann, externes DSL-Modem. Dazu muss man den Schalter auf extern umstellen, damit das interne DSL-Modem vom Router nicht mehr benutzt wird. Somit kann man dann zum Beispiel ein VDSL-Modem davor schalten, weil dieser Router noch nicht VDSL-fähig ist. Weiter geht's hier auf der Rückseite. Da haben wir einmal hier den Schalter, hier um WLAN ein- und auszuschalten. Dann die beiden TAE-Anschlussdosen, wo man analoge Geräte anschließen kann, wie ein Telefon, wie ein Faxgerät. Ein analoges Modem oder ein Multifunktionsgerät, wo alles in einem drin ist. Jo, dann hier hinten die Bezeichnung des Speedports, Seriennummer, dann die MAC-Adresse, SSID, dann der Key fürs Netzwerk, dann mit welchem Netzteil er betrieben werden sollte und dann hier UN, das ist die Inverkehrbringung des Routers. Die gucken wir uns gleich mal an, was das gleich aufgeschlüsselt bedeutet. Dann geht es weiter. Dann haben wir einmal einen Anschluss hier TDSL. Die Buchse wird mit dem Splitter verbunden. Hier haben wir die vier Buchsen des integrierten Switches. 10 bis 100 Megabit die Sekunde kann der Kleine. Hier wo WAN steht, wenn man zum Beispiel das Modem jetzt hier auf extern umschaltet, den Schalter, dann wird dieser LAN-Port abgeschaltet und er wird dann für ein externes Modem bereitgestellt. Deswegen steht da WAN, Wide Area Network. Diese Buchse wird mit dem NTBA verbunden, damit man auch über das ISDN-Netz telefonieren kann mit den analogen Geräten. Hier wird das Netzteil eingestöpselt und das ist dann ein Ausschalter. Wie gesagt, hier unten versteckt ist auch der Reset-Knopf, den wir gerade schon mal hatten. Der Kleine hier ist ADSL, ADSL 2 Plus fähig. Das integrierte Modem ermöglicht dieses. Wenn man, wie gesagt, dann ein externes Modem nutzen will wegen VDSL, dann muss man den Schalter unten umstellen. Der Kleine hat vier LAN-Ports, wie gesagt, für 10 bis 100 Megabit die Sekunde. WLAN-technisch unterstützt die Standards 802.11b, was 11 Megabit die Sekunde sind.
der Standard 802.11G ist der Standard für 45 Megabit die Sekunde. Er funkt auf der Frequenz 2,4 GHz. Telefone kann man zwei analoge anschließen, das haben wir ja gesehen, in die TLE-Dosen. Die Maße des Routers sind Breite 217 mm, die Tiefe 155 mm und die Höhe 70 mm. Leistungsaufnahme 14 Watt. Hersteller ist Siemens Arcadien. So, hier eine Besonderheit zu dem kleinen Netzteil hier von dem Router. Dieses Netzteil ist von der Telekom damals zurückgerufen worden, weil es sehr schnell passieren kann bei dem Netzteil, dass man plötzlich die stromführenden Teile vor sich hat. Es kann dann nämlich passieren, dass hier die Verbindung nachgibt, man dran zieht und man dann das Oberteil in der Hand hat und die freiliegenden stromführenden Teile sichtbar sind. Das ist bei dem bisher noch nicht passiert. Es macht auch noch nicht die Anstalten dazu. Noch nicht. So, die Daten von dem kleinen Netzteil sind, hier sind sie, ihr könnt da lesen. Das ist hier Output 12 Volt, 1200 mA. Center ist positiv und extern ist negativ. Das Netzteil wird da reingeklöppelt und das ist der An- und Ausschalter. Weiter geht's hier auf der Benutzeroberfläche des Speedports W700V. Wir sind jetzt im zweiten Teil angekommen. Ich musste eben noch was umändern. Deswegen seht ihr jetzt hier die Adresse auf 1.1. Eigentlich meldet sich der Router auf die Adresse 1 und 2, 168.2.1. Aber da der sich dann mit unseren Routern ins Gehege kommt, musste ich das jetzt so machen. Ja, Speedport W700V. Das ist er hier, die Oberfläche. Hier steht, mit welchen Browsern das Ganze alles funktioniert. UOT-Browser ab Version 5.0. Ich habe auch irgendwo noch ein paar T-Online-CDs rumfliegen. Ich glaube, die aktuellste ist die Version 6, glaube ich. Eben mal gucken, haben wir irgendwas hier. Firma des Routers, die Version 3.33.00 ist drauf. Und die aktuellste Version ist jetzt hier die 3.36-000 oder Bindestrich, wie es früher hieß. Habe ich, wie ihr seht, heute runtergeladen oder eher gesagt, ja, gestern, weil der neue Tag ist gerade drei Minuten alt. Ja, dann bin ich mal gespannt. Wie gesagt, das ist eine Firmware aus dem Jahre 2017 und die gucken wir uns gleich an, die neue, was das so Änderungen bringt. Also ich habe gelesen, bringt auf jeden Fall Robustheit, Stabilität. Ja, wie gesagt, der ist noch im Jahre 2017 aktualisiert worden, der Router, die Firmware. So, ich würde sagen, wir gucken mal weiter. Konfiguration starten. Die Oberfläche sieht aus wie von allen Telekom-Routern, die damals im Einsatz waren. Wieder Standard ist 0000. Der ist auch jungfräulich, der Router, also da steht nichts drin. So, kennen wir schon. Ja, wie gesagt, das sieht jetzt also klein aus, weil wegen... Ich mache es mal für euch ein klein bisschen größer, damit das hier so passt. So, wie gesagt, damals gab es noch keine Full-HD-Auflösung, als das Ding rauskam im Jahre 2005. Ne, 6 war es gewesen, habe ich ja gesagt. Da waren dann noch Breitbildschirme. Waren dann da vielleicht gerade mal bei einigen wenigen aktuell. Da waren sogar noch Röhrenmonitore, waren sogar noch aktuell gewesen. Zu dem Zeitpunkt hatte ich ja noch einen gehabt. Also wie gesagt, das ist alles noch so aufgelöst.
auf Röhrenmonitor. Nur nicht auf Breitbild, auf 4:3 und so weiter. Deswegen sieht das alles ein bisschen klein aus mit der Full-HD-Auflösung. Aber ich würde sagen, wir machen weiter. Können wir uns wieder angucken, wie das Ganze von vorne aussieht. Hier Vorderansicht, Leuchtdioden-LED. Klicken Sie auf das Bild, um einen Überblick um auf die Leuchtdioden zu kriegen. Ah, wenn du mal drauf drückst, dann wird es größer. Siehst du, dann kannst du dann hier drauf gucken. Dann sagt er dir wieder genau, was bedeutet. Also hier Status. Ihr könnt es ja selber lesen. Wie gesagt, ich mache jetzt ein bisschen schneller durch, weil sonst hängen wir hier wieder 5 Stunden im Menü rum. Deswegen, wenn ihr es lesen wollt, macht auch Pause. Ich gehe langsam durch. Ja, und das fand ich ja damals so schön hier dran, ne? Bei diesen Sachen hier, wo du gucken konntest, was bedeutet. So, und klar, hier unten kein Innenzugangsdaten, ist klar, weil das Ding hängt ja nirgendwo dran, ne? Okay, 2 Sekunden, ne? Das wusste ich damals noch nicht. Gut, das war das. Den Assistenten brauchen wir jetzt nicht. Weil da könnten wir gar nicht weitermachen, weil er bei dem Punkt hängenbleiben wird. Wenn er versucht, hier die Daten abzugleichen. Hier vom DSL-Zugang. Zugangsschutz. Hier kann man das Passwort vergeben. Standardmäßig 00000. Aber wie gesagt, wer auf Nummer sicher gehen will, kann da ein eigenes Passwort vergeben. Jo, Firewall ist ein. Gucken wir uns das mal an. Kann man außer einschalten. Wie gesagt, wer dann die Beschreibung hier noch lesen möchte, das Info, der kann einmal auf Pause machen. Mal gucken. Okay, jetzt muss ich wieder zurück. Warte mal, da muss ich eben noch mal eben was. So, anders geht's hier echt nicht, weil sonst sehen wir hier unten die Zeichen nicht. Ich gehe mal hier drauf eben kurz. Mal eben, was stand da mit Sicherheit? Okay, und zur Sicherheit werden wir nach 10 Minuten aus dem Konfigurationsprogramm rausgepfeffert. Kann das hier bis okay. Weil aus Sicherheitsgründen, damit er nicht, wenn wir schon längst woanders sind, dass hier nicht jemand hier rumfummeln kann. Gut. Dann kannst du Firewall ausschalten. Filterfunktion. Komm, filter mir ein. Mach mir einen Filterkaffee. Ich mach die mal an. Was macht er jetzt? Interessant, dass die ausgeschaltet sind im Zustand. Ach, da sind dann hier die URL-Sperren. Okay. Das kennen wir ja schon aus anderen Routern. Und damit kannst du dann die PCs zum Beispiel ausschließen, die nicht in der Filterfunktion okay.
Na, das ist nämlich besser. Das ist nämlich genau das, was ich letzte Mal gesucht habe bei den anderen Router, bei den älteren. Ja, WPA geht schon. Und ich sollte mit dem Info ein bisschen langsamer sein. Hier, okay. Könnt ihr an der Seite durchgucken. Dann gehe ich nochmal hier drüber, was das macht. Ihr könnt ja dann auf Pause klicken. Wenn ihr das lesen möchtet. Ich muss das mal gucken hier, wo ich hier überhaupt draufklicken kann, damit das nicht wieder weggeht. Okay. Na, das ist dann okay. Hier werden dann die Zugangsdaten eingegeben. Automatisch trennen nach 3 Minuten, automatisch verbinden. Das ist ja geil. Wenn ich automatisch verbinden auslasse. Das gefällt mir noch an den alten Routern. Weil auch wenn dann irgendwas besteht, ich möchte ins Internet, sagt der Router, no senior, da muss ich nämlich manuell dann die Verbindung initiieren. Geil. Okay, hier kannst du einen Provider eingeben, dass du das zum Beispiel an Arcor oder so benutzen willst. LAN. Na, wie gesagt, hier musste ich verändern. Aber das Einzige, was hier leider schon ist, du kannst nur die letzten beiden Oktette ändern. Und hier steht es auch hier, 2.1 ist voreingestellt. Und die haben deswegen gemacht, wie gesagt, mit privater IP hier. Das ist das Class C-Netz, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ist ja schon ein bisschen lange her, wo ich das mir mal eingetrichtert habe. Ja, ist Class 10. Class C ist 102.0.0.0 bis 2, also bis 223.255.255.255. Jo. Das ist noch privat. Gut. Subnetzmaske kannst du überhaupt nicht einstellen. Das ist hier Subnetzmaske. Warte mal, das ist hier die, müsste die 24er sein. Das ist die 24er hier, die 24er Maske. Das bedeutet, dass du nur das letzte Oktett verändern kannst. Weil wenn du jetzt hier noch auch das Mittelding verändern könntest, dann wäre hier nämlich auch noch eine 0. Habe ich hier gerade alles über mir hängen hier. IPv4 Subnetting und so. So, weiter geht's. DHCP-Funktion ist ein, ist klar. Damit gibt der Router dem PC eigenständig eine IP-Adresse, wenn es eingestellt ist. Es sei denn, du hast es so eingestellt, dass A, der Server entweder hier aus ist und keine DHCP-Adresse vergibt, oder du hast dem Rechner schon selber eine IP-Adresse gegeben. So, und hier kannst du hier sagen, hier wo es anfangen soll, also hier steht noch nichts drin. Start-IP. Keine Ahnung, könnte man hier. Jetzt hat er sich selbstständig verabschiedet. Warte mal eben. Ah, hier steht's. Okay, also er vergibt standardmäßig 99 IP-Adressen. Okay. Kann man hier sagen, wie viele Minuten? 2 Wochen, 4 Tage, 30 Minuten. Ich habe schon mal gesehen, dass sogar Router, einige Router sogar schon mal für 10 Jahre vergeben. Hatte ich auch schon gehabt. Wo ich mir dachte, was? Okay, dann kannst du die WLAN ein- und ausschalten. Sendeleistung hoch. Kannst du noch die Sendeleistung einstellen? So. Steht ja beschrieben, was das macht. Ihr könnt es lesen, wenn ihr wollt. Dann hier die Standards.
802.11g, das sind 400, Quatsch, 54 Megabit die Sekunde. Und das ganze 802.11b sind nur 11. Da kann man wieder einstellen, wenn man jetzt nur Geräte hat, die wirklich nur die 11 können, dann kann man hier nur die B einstellen. Wenn du nur Geräte hast, die nur die 54 können, dann G. Oder du hast ein Mischnetzwerk, dann kannst du auch Mixed lassen. Jo, Kanalauto würde ich so lassen, weil wegen... Da kann der Router sich dann automatisch den besten Kanal raussuchen, wo noch nicht so viel los ist. Jo, wieder zurück. Den Repeater, da könnte man dann die Reichweite vergrößern. Ja, braucht man jetzt... Also den als Repeater benutzen würde ich jetzt nicht mehr. Na, jetzt zeigt er hier gerade wieder die ganzen... Ich gehe mal wieder raus, weil wegen... Datenschutz und so. So, hier können wir dann PPP OE Pathway eintragen. Was es genau macht, steht auf der rechten Seite. So, NAT und Port Regeln. NAT Regeln haben wir gar keine einzige. Kann man hier dann einstellen. Neue Regel definieren könnte man hier machen. Einstellen hier, was es für ein Server sein soll. Soll es ein Webserver sein? Dann wird schon hier automatisch der TCP-Port 80 hier freigegeben. Kann man hier sagen, welcher PC da sein soll, aber wir haben momentan keinen, also zurück. Das gleiche gilt auch für die Umleitung. Zweiter Webserver kann jetzt irgendein PC wieder aussuchen. Und kannst du nämlich dann die öffentlichen Ports umleiten nach privaten Ports. Zum Beispiel, was ich immer gemacht habe früher, dass ich dann benutzt habe, hier öffentlicher Port ist dann zum Beispiel meine Postleitzahlen, die wird dann auf den Port 80 zum Beispiel umgeleitet. So habe ich das damals gemacht. Wo ich hier einen eigenen Server hatte, einen eigenen Webserver. Ja, damit habe ich auch schon mal experimentiert. Mal gucken, und hier dynamisch. Dialpad. ICU2. Keine Ahnung. Und dann werden schon automatisch hier die UDP-Ports freigegeben, okay. Gucken. Was kann er denn dünn-DNS? Lass mich raten. Er kann nur dünn-DNS.org wahrscheinlich, wie ich ihn kenne. Ja, und tzo.com, okay. So, Telefonie. Dann könnte man jetzt hier oben hier die Telefonnummern eintragen hier für Voice-over-IP zum Beispiel. Die online andere Anbieter. Ortsvorwahl verwenden von. Lassen wir mal. Ist es aktiv? Ja, die können wir nur anwählen, wenn wir hier den Festnetz aktiv hätten. Ich habe gar kein Festnetz. Deswegen, das erkennt er auch gar nicht, weil ist auch nichts angeschlossen. So könnt ihr aber eben sehen, was da steht, was es macht. Könnt jetzt sagen, wir haben gar kein Festnetz, wir haben T-Net, wir haben T-ISDN-Anschluss. Ja, wir haben nur noch T-Net, weil T-ISDN hatten wir mal, aber geht ja nicht. Was passiert, wenn ich ausmache? Wenn Sie die automatische Erkennung ausschalten, dann können Sie die Konfiguration dieses Endgeräts auch offline, also ohne Anschaltung, an das Netz durchführen. Beachten Sie jedoch bitte, dass der angeschaltete Anschluss nur funktioniert, wenn die richtige Anschlussart eingestellt wird. Klicken Sie auf OK. Lass mal gucken. Kein Festnetz, T-Net-Anschluss. Ah, warte mal, T-Net-Anschluss. Ah ja, das ist der
Das ist der Festnetz, genau. Oder wenn du jetzt hier ISDN-Anschluss hast, dann kannst du hier deine Nummer hier eintragen, die drei Stück, die hast du. Gut, hier gibt es bis zu 10. Wir haben drei Stück. So, warte mal, ich speichere das mal. Wie gesagt, das ist alles nur zum Testen hier, ne? Was wir jetzt machen. So, das ist hier Festnetzanschluss, Anrufzuordnung. Könnt ihr jetzt sagen, alle Nummern sollen klingeln, alle ISDN. Also alle ISDN bedeutet, dass die Analogen auch über ISDN telefonieren können, Anrufe empfangen oder auch Anrufe annehmen sollen. Warte mal eben. Wenn alle bei einem Internetanschluss klingeln sollen, dann muss ein Häkchen im Kontrollkästchen gesetzt sein. Okay, alle Telefonnummern sollen klingeln. Das müssen wir noch konfigurieren, was wo klingeln soll. Warte mal, im Anschluss. Gucken wir mal, Telefonnummer kommt alle. Jetzt könntest du dann hier sagen, hier, dass nur eine bestimmte klingeln soll. Automatisch Anzulegung, automatisch eingewickelt, Telefon anklopfen, zulassen. Ja, das Ganze geht dann auch hier beim Atlas 2. Kannst du sagen. So, wenn 2, dann kannst du hier die. Warte mal, eben nur selber gucken. Nee, alle sollen nicht klingeln. Wenn auf ein 2 was reinkommt. So, und jetzt kannst du dann hier nämlich alle ISDN, ja, können wir auch festlegen. Dann sind sie okay. Okay, dann lassen wir alle ISDN sollen klingeln. Ist auch schon ein bisschen lange her, wo ich das mal gemacht habe. Okay, du musst da Nummern für eintragen. Ja, okay, jetzt verstehe ich es wieder. Jetzt verstehe ich es wieder. Warte mal eben. Was kann ich leider jetzt nicht konfigurieren? Das ist mein Problem. Ich kann nur sagen, Nummer 1, Nummer 2. Mehr kann ich jetzt erstmal nicht machen. Warte mal eben. Alle ISDN. Jetzt versuchen wir es nochmal. Ja, so wird ein Schuh draus. Jetzt können wir sagen, hier 1 soll klingeln, wenn jemand die 1 ruft. Jetzt wird ein Schuh draus. Warte mal. Das ist das Problem, dass man das hier nicht so an dem Router jetzt so ein bisschen nachmachen kann. Warte mal, Anschluss 2, lassen wir mal. Anrufzuordnung, genau so. So, das habe ich jetzt gesucht. Alle ISDN nicht. So, 2x2, so rum. Gucken, ob das gleich funktioniert. Aber wie gesagt, da wir ja kein ISDN haben, wie geht es eigentlich intern? Da müsste eigentlich nichts machen, ne? Muss ich gleich mal in die Gebrauchsanweisung reingucken, weil das ist alles schon wieder ein paar Tage her. Wahlregeln, Festnetz, okay. Notrufnummern, wie viel sind da drin? Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst, okay. Anrufweiterschaltung ist aus. Rufversetzen wir besetzt, nein, ist in Ordnung. Übersicht gucken wir mal eben durch. Keine Zugangsdaten ist in Ordnung, haben wir auch nicht. Betriebszustand ein, Modem intern, Firmenversion, die daten wir gleich mal ab, wie es so schön heißt auf Neudeutsch. Mal gucken, Details, Sicherheit. Okay, das ist das wieder. Na, jetzt kann man sich nochmal alles hier angucken, was wir eingestellt haben. Okay. Ja, das ist hier. Im Jahre 2011 befindet sich der kleine Router.
Da kann man, das sind die Log-Dateien, hier kann man aber jetzt keinen Vlog-Server, Vlog sage ich schon, keinen Syslog-Server einrichten. Was ist das denn hier? DSL-Modem, es sieht aber nicht korrekt aus, warte mal. Nee. Jo, Anruflisten haben wir auch noch keine. Gesprächsdaten haben wir auch noch keine. So, also gucke ich eben nochmal nach Telefon. Festnetzanschluss. Okay, dann lösche ich halt wieder. Wenn Sie wählen, wenn Sie keinen Art des Festnetzanschlusses. So, warte mal, wenn ich das nochmal einschalte. Ich bin nur am Ausprobieren. Was passiert dann? Machen wir nochmal kein Festnetz. Ist alles nur. Genau, und hier muss ich speichern. Das habe ich vorher nicht gemacht. So, nochmal. Man kann aber trotzdem zuordnen, ja? Okay, Anschluss. Anrufzuordnung, das habe ich jetzt gesucht. Alle sollen klingeln. Wenn alle von bei einem Internetanschluss klingeln sollen, dann muss Anneken. Sie können für die Telefonsysteme, bei welchen internen Anschlüssen es klingeln soll, wenn der Anruf ankommt. Okay, jetzt klingeln mich beide. Aber da ja nichts von außen reinkommt, kann man das ja auch weglassen, ne? Okay, jetzt verstehe ich das, glaube ich. So, dann versuchen wir mal gleich ein Telefon anzuschließen. Und dann gucken wir mal, wie das Ganze sich dann verhält, wenn man dann hier sich untereinander anwählt. Aber ich würde sagen, wir werden jetzt einen kleinen Firmware-Update machen. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge, weil wir sind schon bei 25 Minuten. Tja, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Also bis gleich. Da begrüße ich alle wieder zurück im Menü des Speedports W700V. Ja, in der letzten Folge sind wir so ein klein bisschen hier durch die Menüs gegangen, haben versucht hier noch die internen Anschlüsse hier für TAE zu konfigurieren. Und wir haben noch kein Telefon dran gestöpselt. Wir werden jetzt erstmal die neue Firmware draufzimmern. Dazu geht man jetzt auf Laden und Sichern. Konfiguration müssen wir keine sichern. Die könnte man jetzt hier noch Konfigurationsladen, wenn man eine gesichert hätte. Konfiguration sichern könnte man machen. Aber machen wir jetzt nicht. Wir können es mal scherzhafterweise machen. Komm. Ach, jetzt lädt er den VLC ein, weil da eine Bin-Endung dran hing, ne? Ja, komm. Datei einfach nur speichern. Der VLC wird damit nichts anfangen können. Ja. Wir könnten ihn jetzt auf Werkseinstellung zurücksetzen. Haben wir gemacht. Man könnte auch Sicherheitseinstellung für WLAN importieren und sichern. Okay. Das ist ja interessant. Das habe ich. Ist es beim W701V auch? Das ist mir bisher noch nicht. Ich habe da noch nie drauf geachtet. Ich musste es auch bisher noch nicht machen. Aber wir machen jetzt mal ein Firmware-Update von der Version 3.330 auf 3.36, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Der Zugang zum Internet Center ist nicht möglich, weil sie kein. Das ist richtig. Dafür machen wir es nämlich manuell. So, dazu gehen wir einmal auf.
Nicht. Ich möchte aber lokal, sondern Computer. Und dann möchte ich einmal bitte... Aha, ja. Ich bin auf dem falschen Rechner. Stimmt ja. Ich bin ja nicht auf meinem Rechner drauf. Warte mal, da muss ich eben ins Netzwerk gehen. Das ist schon völlig in Ordnung. So. Ich habe gerade einen Denkfehler gemacht. Ich habe gedacht, ich wäre hier auf meinem Rechner, wo ich gerade sitze. Mach Uf, dann müssen wir nämlich hier. Ja. Telekom Speedboard. Da ist es. Und das ist hier die 336. Heute noch, gestern eher gesagt, runtergeladen am 17.09. So, durchsuchen. Dann sage ich jetzt mal Gö. Und wir warten mal. Bin jetzt mal gespannt, ob er sich dann wieder auf die 2.1 einwählt. Oder ob der gute Mann sich dann auf die 1.1 einwählt. Da bin ich jetzt mal gespannt. Und auch wie die Oberfläche jetzt aussieht. Als ich das beim Speedport W701 damals gemacht hatte, hat sich die Farbgestaltung der Oberfläche plötzlich von Magenta nach Schwarz geändert. Ich würde sagen, da warten wir jetzt mal. Okay, ich habe gerade gehört, der Router hat sich neu gestartet. Da war so ein Klacken. Okay, wurde erfolgreich ausgeführt. Hier steht ja schon 336. Okay. Bis jetzt sehe ich irgendwie keinen Unterschied von der Farbgebung her. Okay. Browser Version, mal gucken, Status. Firmenversion ist anders, aber ansonsten Oberfläche hat sich jetzt nicht geändert, sehe ich gerade. Gucken, hat sich jetzt hier irgendwas geändert? Firewall. Sieht immer noch gleich aus. Na, das hat sich geändert. Okay, er hat den Haken wieder automatisch verbinden gesetzt. Das brauchen wir nicht. Alles wie gehabt. Hat sich nichts verändert. So, wir gehen mal kurz etwas schneller durch. Da hat sich auch nichts geändert. Path through.
Hat sich auch nichts geändert. Den ich bin mal gespannt, ob da jetzt irgendwelche anderen Provider hinzugekommen sind. Nö. Okay. Eben mal telefonieren gucken, neue DSL-Telefonnummer sieht auch gleich aus. Festnetzanschluss haben wir kein Festnetz, sieht auch alles gleich aus. Endgerät, Telefon ist in Ordnung, stimmt sogar. Okay, da hat sich nichts geändert, auch hier wohl nicht. Nee, alles ist gleich. Okay, Übersicht. Hat sich nichts geändert. TCP-Server, okay. Da hat sich auch nichts geändert. Routerzugangsversuche. Ah, er ist auf 2017 hochgegangen. Also dann war wohl die Firmware von 2011, die drauf war. Also den Benutzern immer als aktuelle Zeit die Zeit der Firmware. Okay, gut zu wissen. Na, ja, das hat sich hier auch nicht behoben. Das gehört eigentlich, soll eigentlich hier oben sein, ne? Unter Modem, ja. Aber ob wir das nochmal ändern werden, keine Ahnung. Wie gesagt, der Router, der hat ja offiziell, den gibt es ja nicht mehr. Alte Schätzchen. So, jetzt hat man hier aktuelle Firmware, aber das wird ihn auch nichts bringen. Gut. Anrufliste zurück. Ja, dann würde ich sagen, was wir jetzt noch machen werden, dann eben, da wir jetzt hier durch sind. Datum und Uhrzeit, lass mal gucken. Können noch einen dritten Server eingeben. Werden automatisch vom Internet bezogen. Schade, dass man hier nicht sagen kann, übernehme die Uhrzeit vom Browser, oder dass man selber hier keine Uhrzeit eingeben kann. Schade. Also man sieht hier, die Sachen werden. Warte mal eben. Die Funktion ermöglicht es Ihrem Router, die Zugangsdaten von T1 unter Netzwerk einzutragen. Die ersten Menschen können Sie. Mach ich mal aus, wegen ja eh nicht im Netz. Nee. Geht leider nicht. Schade. Reboot hatten wir. Laden sichern. Da sind wir uns ja gerade durchgehetzt. Tja, dann würde ich sagen, wir beenden das Ganze mal. Und wir gehen dann wieder rüber und testen uns mal mit den Telefon durch und danach werden wir den Router mal etwas zerlegen. Jo, hier sind wir im nächsten Part angekommen. Ihr seht schon, ich habe hier ein bisschen kräftig aufgebaut. Das ist hier eine Faxmaschine. Panasonic KX-FP205. Der stammt nicht aus dem Paket von SAP Helmet. Den habe ich von einem Bekannten Geschenk gekriegt vor 4 Jährchen, und den haben dann meine Eltern eine Zeit lang gehabt, bis er wieder unten rumstand. Jetzt habe ich den für ein paar Videos mit nach oben entführt, da der ungenutzt unten rumstand. Ja, das ist ein Panasonic KX-FP205. Wir gehen jetzt nicht auf die Funktion ein. Das ist, wie gesagt, eine Kombimaschine, Telefonhörer und Fax. So, nur faxen können wir mit dem Teil im Moment nicht, weil der Film alles, wie ich rausgefunden habe. Ja, hier zwischenparkt der 700, der Speedboard W700V als
Telefonie, als Telefoniezentrum, als Telefonanlage, allerdings nur für die analogen Geräte. Da randaliert wieder ein Telefon. Ja, alles kabelgebunden hier. Ja, ich habe ein bisschen mit dem Teil experimentiert, wie man damit doch intern telefonieren kann. Da gab es ein paar kleine Problemchen, ein paar kleine Difficulties. Hat man die Gebrauchsanweisung gesucht. Und ja, wenn man hier hinten, sieht er jetzt gerade nicht, warte mal. Nachteil an Kabel. So, hier drin angeschlossen beide Geräte in den TAE-Buchsen, TAE1, TAE2. So. Dann kann man auch schon loslegen, wenn ich jetzt zum Beispiel hier telefonieren möchte. Mit dem Telefon hebe ich hier einfach ab, drücke die R-Taste, dann Sternchen 2, 2, da hängt das Faxgerät dran. Und schon ruft die 1 an. Hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Und wie ihr hört, ich spreche auf dem Telefon da hinten. Geht auch natürlich umgekehrt, wenn ich jetzt zum Beispiel hier auf Sternchen-Taste drücke und dann auf die 2 und dann noch auf Monitor hier unten, das ist dann die Lautsprecher. Ah, ich habe mich gerade selber angewählt. So, nochmal. Sternchen 1 und Gül. Ja, wer stört denn da? So. Geht auch anders. Man kann ihn zum Beispiel jetzt hier, gibt es die Abwesen-Taste. Zum Beispiel, keine Ahnung, wenn du jetzt nicht da bist, wenn das ein einziges Telefon ist zum Beispiel, dann kannst und du erwartest zum Beispiel ein Fax, wenn du zum Beispiel sagst, ja, tagsüber erreichbar und ab, ich sag mal so, ab 22 Uhr ist das Faxgerät aktiv, bis, keine Ahnung, 6 Uhr morgens kannst du auf Abwesen drücken und dann hörst du jetzt gleich, wie sich so ein Faxgerät anhört. So, das ist ein Faxgerät. Kennt man, wenn man sich verwählt und aus Versehen eine Faxnummer anwählt, zum Beispiel. Warte mal. Muss ich auf Abbrechen klicken. Wo ist hier der Abbrechknopf? Wo ist denn hier? Wo ist der Widerruf? Abbrechen. Stop. Da. So. Interessant, dass da jetzt 5. Januar 2019 steht. Weil vorhin hat er die Zeit richtig erkannt mit 18. September. Keine Ahnung. Ja, das ist so ein bisschen das, was ich jetzt hier so ein bisschen experimentiert habe. Und das Schöne hier an diesem Panasonic ist, damit kann ich demnächst dann noch ein paar Tests machen, die dann wir ins, wo die DFÜ-Reihe weitergeht, die ihr noch nicht gesehen habt, aber sehen werdet. Wo ich dann mal testen kann, wie es aussieht, wenn Faxgerät mit einem Faxmodem und so weiter. Ja. So, das war die kleine Demonstration. Das Teil als Anlage, als Telefonanlage, wie man damit drüber telefoniert. Genau. Hat er da gerade eben mich wieder ausgelockt. Warte mal. So, ihr werdet euch jetzt wundern, warum ich hier hinten die R-Taste drücken muss und dann Sternchen 2, aber ich hier nur auf dem Faxgerät die Stern-Taste drücken muss. Kann ich euch sagen, der hier, ich habe da keine R-Taste gefunden, der kann nur die Stern-Taste. Da kann man dann nämlich, ich muss euch das leider jetzt eben am Fernsehen zeigen. So, das darf ich eben mal kurz zu entschuldigen. Dann kann man nämlich hier auf Telefonie gehen.
Dann gibt es hier unten, warte mal, geht das? Dann gibt es hier zum Beispiel, dann gibt es hier Anschluss 1, sagen wir mal. Dann kann man hier unten sagen Amtsholung, Amtsbelegung. Steht auch automatisch. Automatisch heißt dann, dass du sofort rauswählen kannst und du musst keine 0 vorwählen, wenn du raus telefonieren willst. Dafür musst du dann, wenn du intern telefonieren willst, dem Speedbot sagen, ich möchte intern telefonieren, dann musst du auf R drücken und dann drückst du auf Stern und dann die interne Nummer, die du anrufen möchtest. Umgekehrt geht es natürlich auch, wenn du jetzt hier, so habe ich das eingestellt, wenn das Gerät nur für interne Kommunikation sein soll, dass du dann, wenn du zum Beispiel keine R-Taste hast und das Ding ist wirklich nur zum internen Telefonieren, dass du dann einfach Hörer abnimmst, auf die Stern-Taste hämmerst und dann die interne Nummer eingibst. Jo.